Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist es an der Zeit, dass wir unser brandneues Mai-Budget aufsetzen. Ich freue mich drauf. Es ist immer wieder so ein gutes Gefühl, einen Neustart zu haben, genauso wie im Kalender. Ich habe vorhin die neue Seite von meinem Wandkalender gestaltet. Das zeige ich dann auch in einem Vlog demnächst. Und ja, ich liebe das, diesen Anblick eines neuen Monats voller neuer Möglichkeiten und neuer Chancen. Ich wiederhole mich, ich weiß, aber das ist so eigentlich das Schönste für mich am Budgeting. Gut, ich muss heute leider mit dem Rotstift, also mit dem Pinkstift schreiben, weil ich immer noch keine neuen Friction-Minen habe und ich mich jetzt tatsächlich nicht traue, die Angaben mit einem nicht radierbaren Stift zu schreiben, weil, ja, irgendwie bin ich da jetzt gerade ein bisschen zu ängstlich. Aber zum Glück passt der Pinkstift ja farblich ganz fabelhaft zum Mai-Budget. Wir müssen uns dann nur was überlegen, wie wir ein tatsächliches Minus kennzeichnen. Aber ich kann das dann ja nochmal mit einem Adding extra markieren. Ich glaube, damit ist der Monk einigermaßen zufrieden. Gut, wir starten wie immer damit, dass wir den Übertrag machen von unserem alten Budget ins neue. Und da darf ich die 47 Euro Budget-Bilanz mitnehmen. Hierzu vielleicht noch ein Kommentar. Es gab so ein paar Unsicherheiten in den Kommentaren bezüglich, wo sind jetzt zum Beispiel diese 100 Euro, die wir ja gar nicht ausgegeben haben, die wir aber als Puffer eingeplant hatten. Sind die nicht in den Sinking Funds oder was auch immer? Mir hilft beim Zero-Based Budget, dass wir sozusagen planen, 5.080 Euro auszugeben. Das Geld wollen wir ausgeben. Jeder einzelne Euro ist verplant, jeder einzelne Euro wurde ausgegeben. Selbst wenn er in Spartöpfen landet, er ist weg. Wenn wir aber nun weniger ausgeben, wir haben ja hier ungeplant 100 Euro, die wir ausgeben wollten, haben wir aber nicht gemacht, sind diese natürlich am Ende noch übrig. Und das ist dann das, was in der Budgetbilanz steht. Vielleicht hilft der Gedanke dem einen oder anderen, das zu verstehen. Denn ich weiß, dass das manchmal so ein bisschen verwirrend ist, gerade wenn wir mit Sinking Funds arbeiten und die Sinking Funds hier mit drin stecken. Gut, 47 Euro ist also unser Monatsstart. Und ich gehe sehr, sehr gerne mit einem Plus in den Monat rein. Patricks Gehalt, wie immer 4.352 und von meiner Seite aus möchte ich in den Monat 600 Euro beisteuern. Kindergeld sind 438 und Sonstiges lasse ich wie immer leer. Dann schauen wir mal, wie viel das insgesamt ausmacht. Wir haben 47 plus 4.352 plus 600 plus 438 sind 5.437. Momentan ist es mir irgendwie total wichtig, einigermaßen in diesen Kästchen zu bleiben. Da war ich sehr schluderig in den letzten Budgetings. Also da habe ich einige, wo ich irgendwie immer weiter rüber gewandert bin. Also hier ist es auch schon fragwürdig. Da sieht es noch ganz schön aus. Aber ich mag diesen ordentlichen Anblick sehr gerne. Und ich glaube, der ein oder andere von euch freut sich auch darüber, weil ich auch immer mal wieder darüber Nachrichten bekommen habe, ob das meinen Monk nicht stört, wenn ich die Zahlen nicht in diese Kästchen, die die Punkte ja vorgeben, reinschreibe. Also ja, es stört ihn mittlerweile. Er wird langsam anspruchsvoller, was die Gestaltung angeht. So, jetzt muss ich wirklich richtig aufpassen, denn ich habe in meinen Fixkosten etliche Kategorien zusammengefügt, dass ich hier nichts vergesse, dass nichts hier verloren geht und dann am Ende vom Monat noch irgendwie als zusätzliche Ausgabe auf uns zukommt, weil ich es nicht eingeplant habe. Das heißt, hier bei den Fixkosten habe ich Kreditrate stehen und das ist nichts anderes als beide Kreditraten addiert. Wir haben 1.580 für den Hauskredit und wir haben 329 für den Sanierungskredit. Das heißt, 1.909 ist unsere gesamte Kreditrate. Ganz schön erschreckend irgendwie, wenn man das summiert. Ich weiß ja, beide Raten, aber irgendwie so addiert. Ja, es ist doch nochmal erschreckend, aber wir zahlen ja unser Eigenheim ab, also kann ich damit gut umgehen. Vier Kästchen haben wir hier, oder? 1, 2, 3, 4, das heißt, ich fange hier an. 1.909.
Dann die Nebenkosten, die sind 148 Euro. Internet und Telefon haben wir 49 Euro. Die 9 habe ich mir übrigens angewöhnt, so zu schreiben und auch die 7 so zu schreiben, weil ich ja ein Jahr lang oder länger sogar amerikanische Budgeting-Kanäle so gebinge-watched, wie man so schön sagt, habe. Und dann hat sich das bei mir einfach eingeschlichen. Ich finde es sehr schön so. Irgendwie hat es für mich optisch was Besonderes. Ich finde es hübscher, als wenn zu viele Rundungen drin sind. Ja, nur so am Rande. Der Hort. Die Kinderbetreuung kostet 233. Ich habe nur im letzten Monat diese Karte von der Mila, also dieses Budget, was ich habe für das Essen in der Mittagsbetreuung, aufgeladen. Deswegen waren es 100 mehr. Die Abos sind 49, glaube ich. Ja, 49. Und die Fixrate für die Sinking Funds 1, auch da muss ich aufpassen, weil da steckt jetzt auch die Versicherung drin. Das heißt, unsere alte Fixrate war, wie ihr hier seht, 225 Euro. Ich mache das jetzt mal mit dem Rechner, auch wenn ich es im Kopf rechnen könnte, aber einfach nur, dass wir sicher sind. Und was hier auch noch mit reinkommt, ist eben die Lebensversicherung und die Berufsunfähigkeitsversicherung in Höhe von 54. Und dann müssten wir eigentlich alles wieder untergebracht haben, bis auf den Friseur. Und den Friseur werde ich ins Blow Money von Patrick mit reinpacken. So, damit haben wir nämlich hier geschafft, dass wir weniger Platz einnehmen. Und ja, ich finde es cool. Alles auf einer Seite, gefällt mir. So, 279 ist die Fixrate für die Sinking Funds 1. Vielleicht nochmal so für euch zur Info, wenn ihr auch noch neu seid auf dem Kanal, was ist da alles drin in Sinking Funds 1? Ich hatte hier irgendwo mal eine Übersicht. Da, ganz am Ende. Wir haben das Impressum von meinem Kanal, die GEZ, mein Postfach, die Hängerversicherung, eine App für Bildbearbeitung, Disney Plus, Videobearbeitungs-App, Kfz-Versicherung und Steuer, Amazon Prime, Grundsteuer, ADAC, Müllentsorgung, die Steuer für den Anhänger, Johanniter, eine Spende, Epidemic Sound, meine Fotos, die Haftpflichtversicherung in der Familie, Jira-Card, so eine Gebühr, Wohngebäudeversicherung und meine Shop-Seite. Das steckt da alles drin. Das sind alles unregelmäßige, aber sehr, sehr hohe Summen, die halt einmal im Jahr fällig werden. Und die stecken alle in dieser Summe drin. Das heißt, damit ist für alles gesorgt. So, dann gucken wir mal, wie viel das Gesamt ausmacht. Wir haben die 1909 plus 148 plus 49 plus 233 plus 49 plus 279. Sehr, sehr viele Neuner. Gut, dass ich heute was über die Neun erzählt habe. Landen wir bei 2667. Die ist zu klein, ne? Die ist zu klein. Das geht. 2667 als Gesamtsumme. So, bei Sonstiges möchte ich, machen wir Sonstiges zuerst? Nein, wir machen eigentlich immer die variablen Kosten. Ne? Wir switchen zu den variablen Kosten. Bei Essen hatten wir im letzten Monat 700 Euro und das hat gut hingehauen. Die Lebensmittelkosten sind ja massiv gestiegen. Ich denke, ich bleibe einfach bei diesen 700. Das ist eine gute Zahl für uns und damit, ja, bin ich auch total zufrieden. Für Auswärtsessen werde ich uns ein bisschen mehr geben, 120, weil das einfach was ist, was wir unheimlich genießen. Das ist für mich einfach eine wahnsinnig schöne Sache und für Patrick vor allem auch als Familie in den Biergarten zu gehen, na, jetzt wo der Frühling so richtig da ist. Und ja, das lassen wir uns gerne auch was kosten. Drogerie habe ich eigentlich immer 30. Da würde ich jetzt zur Sicherheit aber mal 40 reinschreiben, weil ich weiß, dass ich meinen Augenbrauenstift wieder brauche. Also diesen Stift, wo ich meine Augenbrauen anmale. Und der kostet, glaube ich, 10 Euro. Ja, da möchte ich einfach auf Nummer sicher gehen.
Bei Freizeit trage ich uns 100 ein. Bei den Hunden trage ich etwas mehr auch wieder ein, 60, weil wir da auch eine Ausgabe geplant haben. Also nichts Großartiges, aber wir brauchen unbedingt für die Molly so eine Tierhaarbürste, die Unterwolle so ein bisschen entfernt, weil die hart echt wie sonst was. Ich habe überall Haare von ihr. Das Gute ist nur, dass die Molly ja beige ist. Und zwar genauso beige wie auch unser Holzboden. Das heißt, man sieht die Haare nicht, aber man fühlt sie. Ich sauge ja jeden Tag oder jeden zweiten Tag spätestens. Aber ihr wollt gar nicht wissen, wie viele Haare ich da immer aufsauge. Bei Tanken gehe ich mit der gleichen Summe rein wie letzten Monat. Diese gruseligen 350 Euro. Haushalt ist jetzt tatsächlich nur Haushalt, also das sind solche Sachen wie, keine Ahnung, Servietten, Gläser, eine Kaffeemaschine, solche Sachen. Da würde ich uns jetzt mal 40 Euro hier reinschreiben. Und für die Kinder wären es regulär die 30 Euro Taschengeld. Genau, die habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Und dann noch ein bisschen mehr, um halt einfach so kleine Wünsche nebenbei erfüllen zu können. Und da trage ich 50 Euro ein. Und übrigens finde ich sehr hübsch, wie der rosa Stift mit meinem Budget harmoniert. Gut, auch da wieder zusammenrechnen. 700, 120, 40, 100, 60, 350. 40 und 50 landen wir bei 1460. Gut. Jetzt geht's an die Kategorie Sonstiges, die ich eventuell tatsächlich auflösen werde. Nicht im Sinne von, dass sie wegfällt, sondern dass die Spenden zu den variablen Kosten wandern, genauso wie Blow Money und der Emergency Fund zu den Sinking Funds, wo er eigentlich hingehört, oder? Könnt ihr mich ja in den Kommentaren wissen lassen, wie ihr das in eurem Budget handhabt, aber ich hatte einen Kommentar gelesen, wo jemand schrieb, dass ihr persönlicher Monk die Kategorie Sonstiges nicht mag und ich kann es irgendwie nachvollziehen. Also ich glaube, es ist an der Zeit, Sonstiges aufzulösen und das ist ja auch wirklich sehr stressfrei möglich, wenn man das so macht. Aber in dem Budget ist es jetzt noch hier. Bei Spenden trage ich 50 ein. Wisst ihr, was ich jetzt hier gar nicht drinnen habe? Die Gesamtsumme für die Sinking Funds, aber ich kann es ja hier reinschreiben. Aber ich habe nicht nochmal extra was, wie viel dann in die Sinking Funds reinkommt. Das habe ich vergessen. Ist aber auch keinem von euch aufgefallen. Ich bin ja ganz froh, wenn ich mal einen Fehler mache, der nicht auffällt. Emergency Fund, es tut mir sehr leid, aber noch wird der nicht befüllt. Blow Money ist jetzt das gemeinsame Blow Money von mir und Patrick. Ich hätte jetzt mal 50 Euro pro Nase gesagt, plus nochmal für Patrick die runden 30 Euro für den Friseur. Das heißt, es sind 130 Euro. Und ungeplant sind natürlich weiterhin unsere 100 Euro. Dann landen wir hier bei 280 Euro und können ausrechnen, wie viel für die Sinking Funds übrig bleibt. So, wir haben 5.437 Euro insgesamt Einnahmen minus Fixkosten in Höhe von 2.667 minus die Kategorie Sonstiges 280 und minus 60. Ich mache mal 90. Ist gleich, lustig, dass es 1000 sind, plus 30, die ich falsch hatte. 1030, so, es stimmt wieder. 1030 haben wir, um sie hier zu verteilen. Das kann ich jetzt schon mal reinschreiben. Das muss ich aber hier reinschreiben und das muss ich ein bisschen quetschen. Das kann ich im nächsten Budget besser planen, dass ich hier ein bisschen mehr Platz habe. Hier habe ich... hätte ich nicht so viel gebraucht. Man hätte schön locker noch mal ein oder zwei Kästchen rüberrutschen können. Aber ja, man lernt dazu. Das ist das, was wir insgesamt in die Sinking Funds reinpacken, damit wir ein Zero-Based Budget erhalten, dass jeder Euro verplant ist. Hier muss ich allerdings noch meine Anfangssummen eintragen vom letzten Monat. Ne? Da ist ja durchaus in dem einen oder anderen Sinking Fund noch was drinnen.
Und da würde ich mir, oh, ich wollte es mir eigentlich gerade klauen, aber ich kann es mir nicht klauen, weil es auf der Rückseite ist. Naja, egal. In Freizeit haben wir nichts drin. In Urlaub, hier in dem Budget noch feiern, nee, nicht feiern, Reisen genannt, haben wir phänomenale 40 Euro drinnen. Das muss wieder aufgebaut werden. Bei Tierarzt haben wir 100 Euro. So, jetzt sind wir bei Feiern. Da haben wir 36 Euro noch drin. In Weihnachten haben wir 130. Da hatte ich mich verrechnet. Danke für eure Hinweise. In Heizöl haben wir 340. Auto ist ja auch geplündert worden, noch und nöcher, da sind noch 92 drinnen. Kleidung ist jetzt ein neuer Sinking Fund, da sind 0 drinnen, genauso in Gesundheit und in Schule. Deswegen, weil das ja vorher bei den variablen Kosten waren und die variablen Kosten werden ja verrechnet am Ende mit dem Gesamtbudget, während die Sinking Funds ja extra stehen. In Haus. Das haben wir auch verrechnet. Ja, Haus ist auch 0 und Reparatur ist ein komplett neuer Sinking Fund, der auch auf 0 ist. So, und jetzt kommt der spannende Part. Wie verteile ich meine 1030 Euro, die ich hier zur Verfügung habe? Freizeit kam auch mal die Frage, warum habe ich zwei Freizeitbudgets und warum sage ich eigentlich jetzt Budget und nicht Budget? Ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht sagen. Das ist eigentlich für Freizeitausstattung, für größere Freizeitaktivitäten, wie wir haben vor, mal in den Europapark zu fahren, sowas zum Beispiel. Oder wenn ein Kind irgendwie ein Skateboard, ein neues Skateboard oder sowas in der Art braucht oder möchte, da würde ich dann auf dieses Budget zurückgreifen. Sorry für den Lärm übrigens, aber wir haben gerade zwei Besuchskinder da, eventuell hört man das. Ich glaube nicht, dass ich da was reinpacken möchte, weil ich habe andere Budgets, die vorgehen momentan. Ich bleibe hier mal bei 0. In Urlaub möchte ich aber auf jeden Fall wieder was reinpacken. Und zwar möchte ich da 200 Euro reinpacken. In Tierarzt werde ich 30 Euro reinpacken. So, feiern. Lasst mich mal überlegen. Wir haben jetzt Mai. Im Mai hat niemand Geburtstag, dafür aber im Juni. Ich werde jetzt in Feiern mal 50 Euro reinpacken. Nee, kann ich nicht. Warum nicht? Weil wir auf eine Hochzeit gehen. Ich muss mehr reinpacken. Ich packe 150 Euro in Feiern. Genau. Dann. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich das vernünftig mache. Kleidung muss ich was reinpacken, weil Kilian wächst wie Unkraut und er braucht neue T-Shirts und er braucht kurze Hosen für diesen Sommer und den Frühling. Da packe ich jetzt 150 Euro rein. Und Gesundheit umfasst alle möglichen Anschaffungen. Und da haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass da eigentlich immer wieder was vorkommt. Da packe ich jetzt 80 Euro rein. Schule ist hoffentlich mit 10 Euro gut bedient. Dann möchte ich anfangen, einen Reparatur-Sinking Fund zu gründen mit 50 Euro. Ist noch ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber wenn der sich schön ansammelt, dann ist es auf jeden Fall was Gutes. Jetzt haben wir noch so ein paar. Was ich weiß, ist, dass wir voraussichtlich sehr bald Heizöl bestellen werden. Einfach nur, weil wir die Flatter kriegen, was die Preise angeht. Wir kriegen wirklich so richtig die Flatter. Wir bräuchten eigentlich jetzt im Mai, Juni, Juli, August, September, in diesen ganzen warmen Monaten, kein frisches Heizöl. Aber wir wissen eben nicht, wie sich die Preise entwickeln. Und deswegen werde ich da jetzt tatsächlich 320 Euro in Heizöl reinpacken und auch nächsten Monat ordentlich was reinpacken und dann werden wir wahrscheinlich bestellen, damit das Thema endlich mal weg ist, weil das ist wirklich was, was vor allem Patrick richtig stresst.
Jetzt haben wir allerdings bloß noch 40 Euro zum Verteilen. Und da würde ich die 40 Euro in Haus reinpacken, weil das so die einzige Kategorie ist, wo eigentlich immer irgendwas anfällt. Ich hoffe einfach darauf, dass das Auto jetzt wirklich durchhält, so wie es uns versprochen wurde von der Werkstatt. Und Weihnachten muss noch ein bisschen warten, leider. Da sind wir ein bisschen hinterher, aber ich hoffe, dass wir das wieder reinholen können. Gut, jetzt würde ich nochmal im Schnelldurchlauf überprüfen, ob ich auf diese 1030 komme, nicht, dass ich hier irgendwo einen Fehler gemacht habe. Ja, ich komme auf 1030, das heißt, es passt. So sieht's aus, unser Mai-Budget. Ich bin gespannt, was ihr davon hält. Ich bin auch gespannt auf eure Budgets, wenn ihr mir wieder Seiten zukommen lassen möchtet von euren gestalteten Sheets. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Die möchte ich sehr gerne wieder mit allen teilen. Und ja, auf in einen neuen Monat. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei eurem Mai-Budget. Und wir sehen uns die nächsten Tage wieder mit dem Cash-Stuffing, mit dem Kubu-Budget. Und ja, mit einem Vlog auf jeden Fall. Aber wann genau was kommt, weiß ich nicht. Da muss ich gucken. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bleibt gesund und bis bald. Ciao!